Hallo und herzlich willkommen zur 148. Folge. Heute hier am Samstag, am Klimademonstrationssamstag bei uns hier auf Microhazard TV. Ich bin's, der Eiswind, und begrüße euch zusammen mit dem Nils. Hallo, und ist das Ganze nicht Freitag? Ja, ist ja die Freitagsfolge. Ach so. War ich jetzt mit dem Tag gerade falsch gesagt, wa? Habe ich Samstag gesagt? Ja, deswegen hat es mich gerade gewundert. Nee, ich meinte natürlich Freitag. Selbstredend. Ich bin nicht dabei. Ich auch nicht. Ich muss arbeiten. Also naja, ich könnte hinfahren, theoretisch. Also Eben. ich könnte sogar hinfahren. Ich habe ja Nachtschicht, aber ich bin ja mal auf Sonntag gespannt, war? Da haben sie ja aufgerufen zum autofreien Sonntag in Berlin. Ja, du sollst den ganzen Tag schön mit einem Ticket durchkommen. Ja, mit einem 2,80 € Ticket für das, was als Tageskarte gilt. Genau. Aber ich bin eher dann gespannt in Richtung Fahrgastzahlen. Ja, ich glaube, die gehen da ein bisschen höher. Und Fahrradfahrerzahlen. Ich glaube, die wird gar nicht so sehr ansteigen. Ach, sagtet nicht. Naja, es ist allgemein Sonntag, da sind eh weniger Autos. Ja, Und aber mehr Fahrradfahrer, also. wenn dann die wenigen Autofahrer, die mitmachen oder auf Fahrrad umsteigen oder so. So, Straßenbau wird beendet für heute. Meine Schaufel ist kaputt. Oh, ich habe noch die Eisenschaufel dabei. Ich könnte noch weitermachen. Wow, ich habe es immerhin schon um die Ecke geschafft. Bin fast bei den Steinsäulen angekommen. Wie viel Material habe ich denn noch? Ich habe noch 23 Asphaltstraßen. Da kommt das, machen wir noch. Die 23 kriegen wir auch noch weg. Wenn der Hammer nicht vorher schon die Grätsche macht, heißt es. So, jetzt brauchen wir die Schaufel. Ich verbreite ja die Schräge, ne, um ein Feld. Okay. Das mache ich ja, habe ich ja bei allen Asphaltschrägen gemacht, was die, also überall, wo Asphaltstraße ist bereits, wo ich die Schräge habe schon, habe ich ja, weil vorher hatte ich ja vier Blöcke immer gesetzt nebeneinander bei der Schräge, jetzt setze ich fünf. Weil ich gemerkt habe, dass das mit man hat immer Schwierigkeiten auf der Schrägen, also mit dem LKW auf der Schrägen noch drauf zu bleiben, dass man nicht dann wieder aufs nächste schon runterrutscht auf den Sand oder in dem Fall dann auf die Steinstraße anschließend wieder. Deswegen mache ich es ein bisschen breiter. So, somit ist die Asphaltstraße dann auch verbraucht. Jedenfalls die, die wir hatten. Jetzt noch den Rand wieder auf Steinstraße in dem Abschnitt. Ja, mal zur Abwechslung wieder was anderes machen, ne? Da muss ja auch mal sein. Ich brauche auch mal eine Abwechslung. Ich kann ja auch nicht nur mit dem LKW hin und her fahren in der Zeit. Kriegst ja auch einen Knall irgendwann. So, hier hinten wird es zu dünn. Die Kante außen. Hier muss noch ein bisschen Sand aufgeschüttet werden dann. Das ist aber nicht mehr tragisch. Sand habe ich ja hier genug. So, machen wir erstmal wieder, upsala, ein bisschen Steinstraße rein. 30 habe ich davon. Im LKW. So, da machen wir erstmal eine hin. So. Mal bis zu diesem Säulenportal bin ich jetzt mit der Straße. Okay. Auf der Schrägen. Gerade erstmal wieder aus Versehen einen Block im Boden abgebaut. Passiert mir auch manchmal. Das ist Aber nervig. ich musste gerade sowieso einen Erdblock abbauen. Ja. Den habe ich jetzt einfach reingesetzt. Jo.
Warum nicht, ne? So, ich glaube, die Gneissäulen nehme ich denn hier auch weg, die zwei. Die sind ja noch von ganz früher. Boah. Noch von ganz früher übrig geblieben hier. Ein Relikt. Welche Folge hast du die gesetzt? Ich weiß Folge nicht, relativ weit vorne schon, wo ich den Weg hinten gebaut habe. Also mit dem Weg gesucht habe, sagen wir mal so, durchs Grasland durch. Bis die Wüste. Aber haben die nicht eigentlich Denkmalschutz? Gibt es den? Ich weiß nicht, gibt es den? Hast du ein Gesetz dafür erlassen? Nein. Ich glaube, das geht auch in dem Fall nicht. Das ist so direkt. Du sagst das nicht. Das geht, glaube ich, nicht so umzusetzen, weil du müsstest ja darauf besetzen, wann, du müsstest ja dann auslesen, wann jeder einzelne Block gesetzt wurde und dann entsprechend, wenn der Block so und so alt ist, dann darf er nicht mehr entfernt werden, so nach dem Motto. Ja, dann hast du aber ein Problem, weil alle Blöcke, die du halt bis zu einem gewissen Zeitpunkt nicht einmal abgebaut hast, denen als Denkmalschutz. Naja gut, das darfst du denn nicht für normale Erdblöcke nehmen. Das musst du dann halt für gebaute Blöcke machen, für Baumaterialien. Ja. Oder halt auch so für Steine oder so. So, Gneissäule. Na, komm mal her hier. Du Arme. So, eine Seite ist weg. Ihr wisst ja, was ich damit immer mache, war mit solchen Sachen. Die kommen ja immer nicht ganz weg. Die werden am Rand platziert. Als Absturzsicherung. Weil hier ist nämlich auch eine Kante an der Seite, wo man ja theoretisch sonst abstürzen könnte. Das wollen wir ja nicht, dass ja einer abstürzt. Also. Nee, gar nicht. Nee, das wäre ja. Stürzen am Ende wahrscheinlich eh ab. Oh, eigentlich hilft das mit den Steinen, wenn du mit einem LKW kommst, über die Steine rüberfahren tust du nicht mal eben schnell. In der Regel bleibst du einfach hängen an den Steinen. So, Steinpalisade ist platziert. Ich habe hier einen Haufen Erde drin. Scheiße. Wozu gibt's eine Pyramide? Befüllen wir die doch auch mal wieder ein bisschen. Ja, muss ja auch sein. Die will auch weiter wachsen. So, komm mal hier. Ich frage mich echt, ob wir die gesamte Erde, die wir da aufgestellt haben, jemals verbrauchen werden. Nö, werden wir nicht. Dafür ist es, glaube ich, zu viel. Ich glaube nicht, dass irgendwer Lust hat, die hier wieder wegzuschaufeln. Also. Ne, mit dem Kompaktlader geht es ganz schnell. Ja, gut, ja. Also. Aber wenn du überlegst, wie viel Erde wir hinten noch auf Lager haben auch noch, also. Ja, eben. So, sind wir bis hier? Okay. Nächste Ladung holen. So. Alter, das gibt's noch nicht. Ich habe echt drei Blöcke nebeneinander im Boden rausgeschlagen. Schon. Was soll denn für Sachen? Ja, ich bin zu schnell. Oder das Spiel zu langsam. Ja, das glaube ich dann sogar eher. Bei mir passiert das nämlich auch mal, wenn das Spiel kurz hängen bleibt, dann habe ich einen kurzen Hänger drin. Währenddessen du gerade das Werkzeug benutzen willst und dann nimmt einen ganz anderen Block, weil du dann die Maus bewegt hast und dann. Ja, oder teilweise dann halt Block ist noch nicht abgebaut. Ja. Willst du dann nochmal abbauen und dann ja. Hast du ihn doch schon abgebaut und baust ihn dann drunter ab. Ja. Das für ein riesen Sandberg hier ist, eine Halde. Ich glaube aber nicht, dass ich Essen hier viel besser werde, aber ich habe keine Elchtacos mehr.
Ja, ich produziere auch aktuell keine. Weil? Nicht im Auftrag, weil ich an andere Sachen noch im Auftrag habe und ich dafür noch mehr Heidelbeeren bräuchte. Okay, ja, die müsste ich langsam wieder ernten können, meines Wissens. Ja, kannst ja gleich mal gucken gehen. Weil ich sonst nichts zu tun habe, wa? Aber das muss ja auch sein. Eins der wichtigeren Sachen. Ja. Hast du denn eigentlich noch Zeit für eine weitere Folge? Weil du willst ja ein Essen, hast du gesagt, wahrscheinlich. Ich esse nebenbei, passt. Ach so, gut. Bin dann nur nicht mehr ganz so produktiv. Ja, und nicht mehr ganz so gesprächig. Nur das schon. Nipp krieg ich hin. Nicht wie Heiko, ne, der dann, wenn er isst, fast gar nicht mehr redet, während da nebenbei. Ja, genau. Der ist einfach unangekündigt gemutet, du redest mit ihm und kriegst keine Antwort. So, LKW gleich wieder leer, noch zweimal Sand, dann ist er wieder leer. So, LKW wieder leer. So, was hast du denn gesagt? Also Weizen, Rüben und Heidelbeeren. Na, dann gehe ich doch mal gucken. Ich esse erst noch was und dann gehe ich gucken. Kann ich gleich Kompost mitnehmen beim Rausfahren? Fahre ich mal zum Strand runter, hol die am Strand unten auch ab, dann halt dort noch Stockpile abbauen. Das für ein Unterschied ist, ey, wenn du von Asphalt auf Sandstraße fährst. Ja, Im das ist sehr lang. Industriegebiet da gerade durch, direkt von der Asphaltstraße gerade durch Richtung Strand auf die Sandstraße Einmal stehen bleiben, bitte, rauf. danke. Ja, so nach dem Motto, ja. So, Stockpile hier unten ist abgebaut. Ich kann das Rohr hier unten umbauen. Sieht ein bisschen merkwürdig jetzt aus, weil der Stockpile nicht mehr da ist. Das ist aber Kappe hier irgendwo, dann sprudelt hier Wasser raus, wa? Nein, aktuell nicht, okay. Was denn gerade nichts am Laufen, was Abwasser produziert? Aber die Raffinerie hat kein Öl. Aktuell. So, ich habe mal das Rohr ein bisschen umgelegt hier unten. Kann ich auch diese eine Kalkwand hier wegnehmen? Mein Hammer ist kaputt. Wie viel Sandstein ich schon wieder abgebaut habe, ey. Hä? Das ist nicht normal. Nicht normal. So, Sandstein anderweitig verarbeitet. Habe jetzt nämlich diesen Holzbudest nochmal schön mit Sandstein einfach so ummauert unten. Auch gut. So. Könnte das Rückwasser auch ganz woanders reinlaufen lassen? Ich kann das eigentlich hier gerade durch? Ah, nee, passt schon so. Warum soll man das groß umbauen? Funktioniert ja. So. Kompost habe ich im LKW, Stockpile habe ich im Inventar. Wieder mal eins. Weiteren Kompost einladen. Lager. Kompost ist ja eigentlich noch mehr im Lagerhaus drin. Kompost? Ne, den habe ich schon weggefahren, den im Lagerhaus. Ne? Fragst du mich jetzt zu viel? Ja, da ist noch Glaub, Lehm ich drin. glaube, du hast es mal weggefahren, ja. Ja, ist schon weg. So, reparieren wir mal wieder Werkzeuge. Ich habe hier ein bisschen was zu reparieren. Ich hoffe, wir haben noch Holz da. Und ein Und bisschen Stein. Stein ja, Holz glaube ich nicht. Hatte ich nicht mal gesagt, es soll immer ein bisschen was übrig bleiben? Ja, ich Nein, glaube. es ist noch Holz da. Gut, dann war es irgendwo versteckt. Ah, doch, stimmt. 20 hatte ich hier, glaube ich, da gelassen. Deswegen, weil irgendwie ist ja wegen Reparieren von irgendwelchen Sachen in der Regel. So.
Gut, ich muss definitiv wieder Öl drüben abholen. So langsam. Kannst du in der nächsten Folge machen. Ja, das kann ich machen, denn die Folge ist zu Ende. Eben. Somit verabschieden wir uns für heute von euch, wünschen euch noch einen schönen, schönen Rest Friday for Futures und bedanken, dass ihr da Ist wart und sagen ciao, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Tschüss.